Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen. Letztes Mal sind wir hier in Richtung Don Esteban vorgedrungen, haben ein Schwätzchen mit ihm gehalten und so weiter. Und wir sollen für ihn auch in die Hafenstadt gehen, um da eben zu kontrollieren, was mit seinen Leuten passiert ist, die er da eingeschleust hat. Und für den Fincher sollen wir noch ein Lager der Inquisition auslöschen. Das haben wir schon gesehen. Das ist hier irgendwie vor dem Sumpf noch. An so einer kleinen Tempelruine liegt das. Aber jetzt würde ich ganz gerne... Wir haben 297. Das reicht natürlich nicht. Sonst hätte ich gesagt, wir machen... Schwertkampfstufe 3. Aber ich glaube, komm, wir machen erstmal Armbrust. Ganz einfache Sache, wir machen die Armbrust. Das ist ja auch wichtig. Komm mal her, Fincher. Du warst das, ne? Ja. Komm. Ich will meinen Umgang mit der Armbrust verbessern. Sich bewegende Ziele zu treffen ist ziemlich schwer. Normalerweise haben sie ihren Standort schon verlassen, wenn der Bolzen trifft. Ziele dorthin, wo sich das Ziel zum Zeitpunkt des Treffers befinden wird. Das erfordert eine Menge Übung. Ja, vorhalten ist schon nicht ganz so einfach. Okay. Jetzt haben wir noch ganze 97. Ja, das ist nicht wirklich viel. Das ist jetzt echt nicht so die Welt. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Ja. Das stimmt. So, Rachel. Übrigens. Ich hab mit, was? Ich hab deinem Mann die Geschichte mit Broga verschwiegen. Ja. Ich hab deinem Mann die Geschichte mit Broga verschwiegen. Das ist gut. Ich mag mir gar nicht vorstellen, welchen Ärger ich deswegen wieder mit ihm gehabt hätte. Hier, nimm. Eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Bist ein guter Kerl. 50 Gold, danke. Und ich glaube, dass mit dem... Warte mal. Übrigens... Mit Craig und den Jungs mit dem Gold, das können wir ja auch mal erzählen. Craig spielt um Gold mit seinen Jungs. Dieser Mistkerl, er weiß genau, dass der Don sowas hier im Lager nicht haben will. Die Hunde sollen ihm das Gold bringen und es nicht für jeden Mist verjubeln. Geh hin und sag ihm, dass er damit aufhören soll. Okay, Level aufgestiegen. So, Oscar. Wir müssen... unbedingt hier das Schürfen lernen. Leichte Armbrust haben wir. Hat er noch Bolzen? Er hat haufenweise Bolzen. Bastardschwert können wir uns sparen. Ich glaube, was Besseres als unser Schwert werden wir jetzt nicht bekommen. Wir kaufen einfach nochmal ein paar Bolzen. So. Ich will 30. Jawohl. Das machen wir. So. Okidoki. So. Crack, crack, crack. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Wenn's denn unbedingt sein muss. Lorenzo ist bereit zum Angriff. Folgt er uns jetzt? Tatsache. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Mutig, mutig, Kleiner. Na, das kann ja was werden. Ich wollte... Viel Glück. Ich wollte ihm doch eigentlich sagen, dass er aufhören soll, um Geld zu spielen. Na gut, dann... Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Na schön. Dann trommeln wir halt eben alle hier zusammen. Und greifen den Tempel an. Gerade nicht. Ja, du darfst hier bleiben, oder was? Ich kann dir nicht helfen. Das gibt's doch nicht. Haben wir eigentlich irgendwie Fleisch oder so? Auch nicht so die Welt. Ich leg das einfach mal alles da drauf. So, was mit Broga? Kommt der auch mit? Deine Gehütte gehört jetzt mir. Deine Gehütte. Deine Hütte gehört jetzt mir. Treib's nicht zu weit. Du wirst es bereuen. Ja, ja. Und jetzt verschwinde. Na, wir rechnen noch ab. Verlass dich drauf. Ich denke auch, irgendwann wird er uns noch in den Rücken fallen. Was willst du denn noch, du Dreckskerl?
Verschwinde! Okay, schade. Ich dachte, er würde mit uns den Angriff machen. Die Truhe, die plündern wir nachher. So, Sammy. Dem müssen wir dies hier noch mitteilen. Boga ist erledigt. Hey, du bist besser, als ich gehofft hatte, mein Freund. Ich sehe in deinen Augen, dass dir diese Geschichte noch nicht reicht. Du wirst noch so einigen Leuten hier auf der Insel großen Ärger bereiten. So viel ist schon mal klar. Wie auch immer, danke für deine Hilfe. Hier, das wirst du sicher gebrauchen können. Tja, dann werde ich mich gleich an meine eigentliche Arbeit machen, was? Viel Glück und pass auf deinen Kopf auf, Kleiner. Wir sehen uns. Natürlich, Sammy. So, die Jäger sollen wieder jagen. Jetzt warte mal kurz. Bogen 2, schleichen, Tiere ausweiden. Das machen wir. Zeige mir, wie man Tiere ausweidet. Du schlitzt die Beute vom Kopf her bis nach hinten auf. Dann kannst du das Fell mit einem Ruck vom Körper ziehen. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du Tieren auch ihre Hörner oder Zähne rausschneiden. Das Werkzeug kannst du bei vielen Jägern kaufen. So, das machen wir auf jeden Fall. Das könnte uns nützlich sein, denn wir werden ja wahrscheinlich noch das ein oder andere Tier töten. Domingo, komm mit! Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Na, endlich passiert hier mal was! Siehst du mal! Und Ricardo! Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Weiße klatschen? Da bin ich dabei. Alles klar. So, Freunde der Nacht, kommt mit mir. Der Louis war Jäger, oder? War der Jäger? Ach, obwohl, auf den können wir eh... Ach, komm. Der ist eh besoffen. Der alte Louis. Okay. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ich bin wirklich gespannt. Muss ich sagen. Ich lade mir schon mal die Armbrust. So, und das müsste hier vorne irgendwo gewesen sein, ne? Ich glaube hier. So. Dann machen wir hier nochmal einen Quick Save. Und dann holen wir da oben den ersten weg, der da am Tempel stand. Hier stand doch einer, ne? Der Ordenskrieger, da ist er. Pam! Jetzt wirst du mich kennenlernen. Komm her! Jawohl. Irgendwann krieg ich dich. Abhauen kannst du vergessen. So. Genau. Pam! Den kriegen wir. Das klappt gut. Jawohl. Ich mach das von hier und die knüppeln auf ihn drauf. Warte. Jawohl. Sehr schön. Toll, die plündern den oder was? Könnt ihr vergessen. Wo ist denn der Knüppel hin? Hey. Das sieht gut aus. Das verbitte ich mir. Okay. Dann weiter hier links. Da ist der nächste. Oh. Ordenskrieger, Rekrut. Da sind einige. Los, hinterher! Und ein Magier. Rudolf der Magier. Oh. Okay. Blocken. Oh. Scheiße. Der knüppelt ordentlich rein. Warte mal, wir holen erstmal den Rekrut. Boah. Uiuiuiui. Übel. So, wie kann ich gar nicht essen, wie der Schaden macht, der Kerl. Es tut mir leid, Jungs. Es tut mir leid. So, den haben wir. Au! Und der Rudolf, der ist echt die größte Gefahr hier.
So, den schießen wir mal an. Oder wir helfen einfach Clay. Nee, Craig. Und schießen ihm einfach so ganz fies in den Rücken. Nein! Gleich haben wir sie. Oh nein! Verdammter Rudolf! Gleich haben wir ihn. Du stehst nicht wieder. Du arme Wurst. Nicht mal Gold. So, wir sammeln hier alles ein. Kampfstab! Kampfstab Galactica. Komm her, Ordenskrieger. Lorenzo, so, wer liegt hier tot am Boden? Es ist... Wer liegt denn da? Freunde, wen hat's denn da erwischt? Das sind nämlich noch ganz schön viele. Domingo ist da, Phil, Lorenzo, Craig. Ich glaube Ricardo. Ja gut, der war jetzt ja nicht so wichtig. Ich trinke gerade mal den hier. Oh. Das bringt ja wirklich nicht mehr viel. Na gut, komm. Quick Save. Und dann holen wir da hinten den nächsten Rekrut. Die halten ja nicht so viel aus. Komm, lad nach. Du hast keine Chance gegen uns. Bleib stehen. Holt ihn. Jawohl. Du stehst nicht wieder auf. Mörder, dafür wenn musst du was sterben. Dagegen hast, dir werde ich helfen. Den haben wir gleich. Pam! Daneben! Oh, ich hab ihm ein Auge ausgeschossen. Und gleich. Pam! Er hat's anders verdient. Er hat's nicht besser. So, und wir sammeln alles ein. Wir können das nämlich gut gebrauchen. Hui, uiuiuiui, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, da hinten sind die nächsten. Da ist noch ein Ordenskrieger. Okay. Warte mal, hab ich nicht sowas wie eine Gruppenheilung oder so? Und alle Kampfgefährten um 50 Heilpunkte. Warte mal. Jawohl. Gut, die waren, glaube ich, alle geheilt. Naja. Egal. Nette Geste. So, ist hier oben noch einer? Nein. Dann eben die Kollegen da drüben. Oh, oh. Du entwischst mir. Bleib stehen. Okay. Rekruten sollten kein Problem sein. Blocken. Jawohl. Jetzt ist das Schwein endlich erledigt. Den hätte ich auch kalt gemacht. Echt? Bist du ja sicher? So, und ich glaube, wir haben es geschafft, ne? Lass mich mal dahin. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Weißen am südöstlichen Artefaktlager sind erledigt. Warum erzählst du mir das? Geh zu Fincher oder am besten gleich zum Don. Okay, alle hauen ab. Die Weißen am Südost. Warum erzählst du? Das haben wir auch schon. Die Weißen am Südost. Okay. Aber mit Craig müssen wir sowieso noch quatschen. Warum rennt er jetzt weg? Unglaublich. Aber gut. Dann können wir jetzt hier noch in Ruhe plündern, würde ich sagen. Achso, essen können wir ja während dem Laufen. Da war ja was. So, was haben wir denn hier? Zeig mal her. 12 Pfeile, na gut. Ich sag mal so, wir können sie ja verkaufen. Heilkraut. So, hier noch irgendwas. Eine Truhe. Jawohl, ja. Mit 46 Gold und Heiltränken. Können wir das lesen? Nein. So. Hier sonst noch irgendwas?
Sieht nicht danach aus. Da haben wir noch einen Wolf. Holen wir uns gerade. Oh. Zwei Wölfe. Und Geschicklichkeit müsste ja dann eigentlich auch für den Schaden mit der Armbrust verantwortlich sein. Oder nicht? Muss ich mal gucken. Pam! Jawohl! So, und jetzt kriegen wir nämlich auch hier Wolfsfell. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt pennen wir hier mal eine Runde, damit wir uns wieder heilen. Und dann gehen wir mal in den Tempel. Guten Morgen! Ihr Sorgen. So, aber ansonsten hier draußen... Ach, gibt's doch noch eine Truhe? Sehr schön. Beinahe übersehen. 233 Gold. Und warte mal, ich guck mal gerade. Ja, außerdem verursachst du im Fernkampf mehr Schaden. Ja. Aber auf Geschick wollte ich eigentlich nicht gehen. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Oh. Grabmotte, Karotte. Stirb. Und du auch, alte Motte. So. War eigentlich noch eine? Da ist sie. Und was gibt es hier? Telekinese. Das ist doch mit Sicherheit ein Zeichen, dass wir damit irgendwie diese Tür hier öffnen können. Mit ziemlicher Sicherheit. Oh. Ach, okay. Gut, es hat sich schon erledigt. Türe, öffne dich! Sehr schön. Ah, Tränke. Kristallkugel der Telekinese. Warte mal, das machen wir gleich. Chemetisch, Schalter. Macht der die Tür wieder zu? Wahrscheinlich, ne? Okay. Ja, nee. Öffnen. So, gucken wir erst in die Truhe. Irgendwie immer dasselbe. 40 Gold und ein riesiger Riesenheiltrank. Ach, maximale Lebensenergie plus 10. Ja, geil. Cool. Das ist super. So, das lesen wir. Das bringt Weisheit. Hier könnten wir was braten. So, was ist das jetzt hier? Ach so, da kann man sich den, den Spruch irgendwie holen. Ja. Können wir die Tür halt wieder zumachen. Okay, das war also dieser Tempel hier. Naja, immerhin, es gab Gold und wir haben ein paar Waffen eingesammelt, die wir verkaufen können. Und wir können ja eigentlich hier auch nochmal so ein bisschen am Rand entlang gehen. Und uns hier die Kräuter einsammeln. Da ist noch ein Wolf! Die waren, glaube ich, nicht so, genau, die waren nicht so stark, die hungrigen Wölfe. Fell haben sie trotzdem. Okay. Und jetzt versuche ich da unten nochmal diese Keiler. Hier waren doch, glaube ich, drei oder so. Ach, und es sieht einfach schon schön aus. Also man muss sagen, dafür, dass es schon älter ist, sieht es einfach cool aus.
Aber ich bin ja da sowieso nicht so der Grafik-Junkie. Kommt eher auf den Inhalt drauf an. Okay. Blocken. Blocken, blocken, blocken. Blocken, 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 blocken. Aber okay, das funktioniert ja ganz gut eigentlich. So, die haben auch Fell. Und hier haben wir auch noch Pflänzchen. Und das sah so aus. Kann man hier graben? Nee, ne? Nee. Das sieht nur so aus. Nun gut. Dann essen wir noch ein bisschen was, während wir hier langlatschen. Lalalala. Yummy, yummy. Und ich hätte gerne einen Teleportstein. Jetzt sofort. Bitte. Gib mir einen Teleportstein. Teleportstein. Teleportstein, du Spiel. Obwohl diese Laufwege hier ja wirklich noch okay sind. Ich erinnere mich an Gothic 2, da waren die Laufwege um einiges länger. Weil hier denke ich, die Welt ist ungefähr so groß, würde ich sagen, wie die in Gothic 1. Also jetzt nicht so übermäßig groß, aber auch nicht klein. Okay, wir verkaufen das einfach jetzt hier bei ihm, ist ja eh egal. Die Stäbe können wir auch verkaufen. Holzfäller-Axt brauchen wir auch nicht. Oder? Warte mal. Nee. Kurzbogen kann auch weg. Die Pfeile machen wir auch weg. Ling, 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 machen wir auch weg. Und hier haben wir nichts, das behalten wir alles. Hier die Felle. Das ist ja jetzt an sich nicht so die Welt, aber ich denke, es wird sich auf Dauer halt eben dann doch lohnen. So, na siehste. Fast 500 Gold. Das ist doch mal nicht schlecht. So, und kann ich denn jetzt den Crack noch anscheißen? Wegen den Wetten. Jetzt müsste es ja eigentlich gehen. Komm mal her. Die Weißen am südöstlichen Artefaktlager sind erledigt. Warum erzählst du... Okay. Ich muss es erst dem Don erzählen. Aber vorher... guck ich mal, ob ich hier... jetzt einfach mir so die Sachen nehmen darf. Okay. Ich darf. Es ist ja meine Hütte, ne? Na gut. Das ist super. Dann... wegen deines Lagers. Okay, die Jäger sollten jetzt nicht mehr deine Sorge sein. Ja, das ist, weil wir Sam auch wieder zur Arbeit geschickt haben. Die Jäger sollten jetzt nicht mehr deine Sorge sein. Ich hab schon gehört. Dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. Nimm dieses Gold. Gib aber nicht alles auf einmal aus. Oh, 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 großzügig. Und ich denke, das war im Wesentlichen alles, was hier im Lager zu tun war. Ich denke, das war im Wesentlichen alles, was hier im Lager zu tun war. Wirklich? Na gut. Ich danke dir. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Ist nicht wahr. Ja. Hier, nimm dies als Anerkennung von mir. Ich will hoffen, dass es jetzt auch einige Zeit so bleibt. Das hoffe ich auch. Es gibt Schätze in den Ruinen. So. 664 Gold, mein Gott. Wir sind reich. So, Fincher. Die Weißen an der kleinen Tempelruine sind Geschichte. Sehr gut. Don Esteban wird mit dir zufrieden sein. So, dann wird es jetzt Zeit, die Schätze aus dem Tempel zu bergen. Die Arbeiter müssen die Artefaktkisten, die die Weißen gesammelt haben, ins Banditenlager bringen. Okay, soll sich doch Hawkins darum kümmern.
Oder komm, machen wir. Gut, ich werde mich darum kümmern. Ein Mann der Tat. Das wird dem Don gefallen. Sag mir Bescheid, wenn du es erledigt hast. Neue Quest, Bergungsarbeiten. Okay, dann starten wir nächstes Mal einfach hier und kümmern uns darum, dass die Arbeiter die ganzen Artefakte da hierher schaffen, ne? Also, bis dann, tschüss.